Herzlich willkommen zum neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute wahrscheinlich ab 10 Uhr streamen, werde ich aber auch nochmal wahrscheinlich ein Ankündigungsvideo machen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir eine neue Musik. Und dann ganz links haben wir einmal den Tomatenkopf-Skin, der hat auch einen weiteren Stil mit Krone nochmal, wird natürlich nicht angezeigt, wenn man den Skin schon hat. Der zweite Stil sieht dann so aus, spiele ich tatsächlich sehr, sehr selten und den Skin ist in meinen Augen auch ein Fehlkauf gewesen, aber ist trotzdem kein schlechter Skin, würde ich sagen. Dazu gibt es dann die Axtarone-Spitzhacke und die Nachtroller-Spitzhacke und dann gibt es noch den Extra-Käse-Gleiter dazu. Als nächstes haben wir dann hier den Zina-Skin, einmal im Standard-Stil und einmal im Stil mit Jacke. Und dazu gibt es dann noch die Pinja K.O.-Schläger oder wie auch immer das genau ausgesprochen wird. Heute kam ja auch ein Update, by the way. Also ich glaube tatsächlich nur ein Bugfix-Update. Vielleicht kamen noch ein paar Sachen für Event-Files rein, aber ich glaube nichts wirklich Besonderes. Wenn dazu nochmal irgendwelche extrem besonderen Sachen auftauchen sollten, werde ich natürlich nochmal ein Video machen. Wenn ihr irgendwelche Sachen herausgefunden habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Dann werde ich dazu auf jeden Fall noch ein Video machen. Ansonsten, wenn ihr weitere Videovorschläge habt, schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Magnus-Skin und dazu die Ahnenschlag-Spitzhacke. Dann haben wir den Feuerläufer-Skin, dann die rote Verteidigerin, einmal im Stil ohne Kopfbedeckung und mit Kopfbedeckung. Dann haben wir den Knieklatscher-Emote. Dann die Täuschung-Musik. Dann kleine Schritte. Ist auch ein Synchron-Emote. Und dann als letztes noch Wackeln. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.